So Leute, willkommen zum nächsten Part von Assassin's Creed. Ja, ich habe wieder einen anderen Controller, den musste ich allerdings komplett kalibrieren, also der hat überhaupt nicht funktioniert, wie er sollte. Also der hatte gar keine Voreinstellungen. Aber durch die freie Kalibrierung konnte ich jetzt den Controller so einstellen, wie ich das wollte. Jetzt ist auch jeder Knopf da, wo er sein soll. Für mein Empfinden. Ist aber wieder ein Kabelloser. Ich bin ja mal gespannt, ob der auch wieder Verbindungsabbrüche hat. Zumindest hat er sehr komische Abbrüche. Ja, ich werde nicht analog ausschalte. Als nächstes probiere ich dann tatsächlich noch mal den Nintendo 64, genau. Den, oh Gott. Da bremst mir ein bisschen sehr hart ab. Mit dem Controller. Ah gut, wir gehen als nächstes nach, ich habe tatsächlich einen meiner eigenen Brüder ermordet. Ach du Scheiße. Ich laufe einfach weg. Ist das vielleicht die Assassine hinter mir her? Oh, lasst mich doch in Ruhe. Doch, kann ich. Wenn die Steuerung es zulässt. Also, da merke ich einfach, der Controller ist sehr hakelig. Da guck mal, wie der bei Kurven einfach abbricht. Das kann ich überhaupt nicht brauchen gerade. Vor allem bei einer Fluchtsequenz. Da wieder einfach mal, guck mal, wie der stehen bleibt. Ich drück die ganze Zeit in dieselbe Richtung. Ich glaube, das Problem ist, dass der den Fang verliert, der Controller. Ach, bleibt doch. Okay, jetzt reicht. Moment. Ich mach das jetzt komplett anders da. Ich nehme jetzt diesen kompletten Mehrfachstecker raus. Ich hoffe mal, das hat jetzt keinerlei Auswirkungen auf den Ton. Oh, verdammt. So. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich das jetzt direkt in den PC reinstecke und nicht in eine Art USB-Huber, dass das besser funktioniert. Ja, ich muss es gegebenenfalls. Ja, sorry Leute, dass das jetzt mitten in der Aufnahme passiert. Jetzt hat er natürlich wieder. So. Ne, der hat komplett den Controller rausgehauen. Na toll.
der komplette Controller draußen. Leute, ich muss kurz die Aufnahme beenden. Bin gleich wieder da. So, Leute, jetzt sollte die Steuerung wieder funktionieren. Jetzt verwende ich auch den Nintendo 64. Ja klar, den 64-Controller verwende ich dafür. Nee. Na gut, Waffen sind innerhalb von den verboten. Da kann ich gerade die Waffen. Ich glaube, der Typ hatte Wurf besser. Gut, dann versuchen wir jetzt nochmal nach Jerusalem zu gelangen. Nee, ich bin gerade eher wie Indianer. Oh, das fühlt sich so viel besser an. Jetzt steuert das sich gescheit. Also, ich habe ja zuerst gedacht, es funktioniert nicht mit dem Pro Controller. Ich habe da vergessen, dass es ja so ist, dass der Analogmodus ja knopfdruckbedingt ist bei dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gamepad inzwischen Analogsteuerung unterstützt oder nicht. Das kann ich leider nicht genau sagen. Aber jetzt geht's auf nach Jerusalem. Na, weil ich ein Attentat vorhabe. Ach ja, nach. Das ist das Einzige, wo man merkt, dass es etwas langsamer läuft, wenn man halt nicht rennt. Da läuft er wirklich sehr langsam, aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Vielleicht ist es auch genau so gedacht. Ja, ich gehe euch aus dem Weg, meine Güte. Jetzt habe ich die Flagge nicht geholt, egal. Oh Gott, wo sind die jetzt plötzlich her geploppt? Ich habe wirklich das Gefühl, kann es sein, dass ich auf der falschen. Nee, doch, richtig.
Ah, mein armes Pferd. Hey, das kann doch gar nichts dafür. Jerusalem. Und wie muss ich denn bitte verlaufen? Ach so, okay. Es wäre mir viel einfacher, wenn hier eine richtige Map wäre. Ich hoffe einfach, das ist jetzt die richtige Richtung. Nicht wirklich, nein. Gott! Ich folge einfach mal den Weg hier jetzt. Fertig. Da lang, da. Diese Richtung nach Jerusalem. Ja, ich bin ein Assassine. Und deswegen reite ich euch allen davon. Danke. Ich dachte schon, es wird endet nie. Na, noch knapp 500 Meter. Übrigens, ich weiß, ich bin in diesem Projekt relativ still, aber es ist halt auch deutsch synchronisiert. Und das habe ich schon einmal gesagt, aber ich sag's euch einfach nochmal. Also ist jetzt meine Stimme nicht so eine, die man ständig hören sollte. Das heißt, wir müssen wieder mal einen Gelehrten retten. So, zeigt mir doch mal die Karte von Jerusalem. Ah, es geht gleich ins Nobelviertel. Okay. Die heilige Stadt. Geht auf, ich fliege!
Ich werde das aber besser. Au. Sagt er und wurde damit ein Schwert getroffen. So, da haben wir den ersten Gelehrten gerettet. Was mir schon öfters so auffällt, ist, dass die Achse nicht funktioniert. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ein von 12 Bürger im Doppelviertel gerettet. Na, Moment. Ich hätte verletzt werden können, hätte er besser damit vorsichtig werden. Wäre das vielleicht nicht geschehen. Gut. Okay, auf jeden Fall muss ich da nochmal eine Einstellung machen gegenüber den Analogstick, der zweite. Ne? Nämlich der reagiert gar nicht. Der zweite Analogstick. Merkt ihr das? Option. Steuerung anpassen. Vorwärts, nach links bewegen, nach rechts bewegen. Auffälliger Modus, Kopf, Taste, Beine, Kurzschwert, versteckte Klinge, Schwert, Fäuste. Ja. Nach oben schwingen. Was? Nein, das... Tatsächlich geht die zwischen nach oben, nach unten schwingen, aber nicht nach links und nach rechts. Geil. Ich merke schon, der Part der unangenehmen Steuerung wert, ne? Was? Nein! Ich weiß nicht, er reagiert einfach nicht. Warum macht er das nicht? Nee, das ist der Mehrschalttaste. Nein. Das Schwert war... Oh Gott. Hilfe. Ich will doch einfach nur eine gescheite Steuerung. Nein! Ach.
Hilfe! Meine Güte! Gott, der Gott. So, Kamera zentrieren ist 11. Jetzt benutzt endlich mal die Y-Taste. Jetzt mach schon. Warum gehst du nicht? Ich glaube, das Problem ist, jetzt hat er die Taste wieder gedrückt. Der Controller ist falsch kalibriert. Da ich drehe das Teil, ich drehe es und es geht nicht. Okay, Leute, ich werde an der Stelle den Part abbrechen. Ich glaube, wir haben in diesem Part relativ viel Schwachsinn gehabt. Tut mir leid, dass wir erst im nächsten Part dann die Erkundung der Stadt machen, aber ich muss jetzt hier erstmal das mit der Steuerung irgendwie fixen. Das fixt mich jetzt. Habt ihr kapiert? Es fixt mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Das wird vermutlich der kürzeste Part aller Zeiten bei diesem Projekt.